Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, mit welchen Tricks die Öffentlich-Rechtlichen, Jörg Meuthen und die Welt die AfD verächtlich machen wollen. Und warum aus meiner Sicht die AfD das sehr ernst nehmen muss und man sich damit auseinandersetzen muss. Weil die Öffentlich-Rechtlichen und auch hier Jörg Meuthen und die Welt und natürlich Spiegel Online und alle anderen eine Parallelrealität erschaffen, suggerieren den Leuten. Jetzt im Folgenden erst einmal die Interviewfragen von Heute Journal und Welt alleine gestellt, weil man aus meiner Sicht so das Drehbuch schon sehr gut erkennen kann. Was man nicht täte, wenn die Antworten dazwischen sind. Dann erscheinen die Fragen natürlich und willkürlich. Aber wenn man die Fragen allein sieht, dann sieht man den Plan dahinter. Dann fällt einem vor allen Dingen auf, welche Fragen nicht gestellt werden, was fehlt. Nach den Fragen dann der Beitrag vom ZDF Heute Journal, der dem Interview vorausgeht, unter welchem Eindruck sozusagen das ganze Interview stattfindet. Danach das Interview von Welt und danach ein paar Worte dazu. Herr Meuthen, Sie sagen ja, Teile der AfD stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie sehen auch ganz klar totalitäre Anklänge. Jetzt waren Sie ja in den vergangenen Jahren an der Spitze der Partei. Wie konnte das denn passieren, dass die Partei unter Ihrer Führung so weit nach rechts gerutscht ist? Herr Meuthen, Sie haben den Namen Kalbitz gerade schon genannt. Höcke ergänze ich an dieser Stelle. Sie kennen diese Galionsfiguren aus dem Flügel. Sie kennen die persönlich gut. Würden Sie sagen, das sind Nazis? Würden Sie die genauso bezeichnen? Das heißt, das sind Konservative. Wie würden Sie die beschreiben? Wenn jemand sagt, die AfD ist bürgerlich in irgendwelchen Bereichen, würden Sie dem sagen, Sie haben vollkommen recht, oder würden Sie sagen, das ist jetzt vorbei? Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und meistens auch sehr schnell. Wie weit rechts schlägt denn Ihr Herz? Lange Zeit nichts ausgemacht. Sie sind seit 2013 in der Partei und dieser hohe Rechtsherzrhythmus, der hat Ihnen lange nichts ausgemacht. Ich habe in Kalka berichtet als Reporter, ich war dabei und nach Ihrer Rede gab es richtig viel Applaus. Es gab Applaus von einzelnen Bereichen, aber auch massive Pfiffe. Und jetzt heißt es von der AfD Sachsen, Ihr Rücktritt, kein Verlust für die Partei. Was macht das denn mit Ihrem Herzen, mit Ihrem Puls? Jetzt ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns mal über den Zeitpunkt sprechen, denn im EU-Parlament soll ja die Immunität von Ihnen aufgehoben werden. Illegale Parteispenden stehen im Raum. Ist dieser Zeitpunkt ganz bewusst gewählt? Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen, Herr Meuthen? Wo sehen Sie Ihre neue politische Heimat? Wollen Sie was Neues gründen, irgendwo beitreten? Sagen Sie, Europaparlament, da geht es weiter, Bundestag, was auch immer. Was sind Ihre Pläne? Der rechtsextreme Flügel ist aufgelöst, hieß es immer aus der AfD. Das war dann ja wohl immer ein formales Feigenblatt. Tatsächlich, sehen wir heute, hat der Flügel gewonnen. Björn Höcke wünscht Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg mehr Zufriedenheit. Ja, aber das heißt doch, dass die ganze Zeit dieser Flügel, den auch Sie immer als aufgelöst bezeichnet hatten, in Wirklichkeit die Fäden zieht in der AfD. Aber mit dem heutigen Tage zieht sich die eine Strömung in Ihrer Person nämlich zurück. Und Sie sagen heute, totalitäre Anklänge habe Ihre Ex-Partei seit heute. Etwas Sektenhaftes machen Sie da aus. Das sehen ja andere Beobachter schon viel länger so als Sie. Was konkret hat Sie denn jetzt zu diesem Schritt bewogen? Oder vielleicht anders gefragt, wer hat Sie dazu bewogen? Aber Herr Meuthen, ich muss da nochmal nachfragen, weil woran konkret machen Sie das denn jetzt alles fest? Sie sagen, ich kenne den Laden von innen, das ist ein Zitat von Ihnen von heute. Was können Sie denn den Deutschen jetzt heute Abend über diese Partei sagen, was Sie als Parteichef nicht konnten oder nicht sagen wollten? Gerade auch Zitaten von 2020 vorgelesen, wo Sie sagten, die Haltungen des Flügels sind legitim. Auch Herr Meuthen, Sie sollen nicht ganz viele Geschichten erzählen, sondern wir versuchen einfach herauszufinden, was Sie zu diesem doch sehr, sehr krassen Schritt bewogen hat heute. Das heißt, in der AfD nach Ihnen, würden Sie das so sagen, kann man sich jetzt als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnen? Aber was sagt denn das über Ihre Partei, bis heute Ihre Partei? Der Verfassungsschutz will ja die AfD beobachten wegen rechtsextremistischer Bestrebungen. Sie sind ja jetzt quasi der beste Kronzeuge dafür, oder? Sie haben jetzt mehrfach gesagt, das sind Ihre Positionen. Aber wenn man mal ein bisschen zurückguckt, und so weit muss man da gar nicht zurückgucken, Herr Meuthen, das ist schon ein erstaunlicher Sinneswandel, den Sie da letztlich durchgemacht haben. Sie haben noch 2020 in Interviews gesagt, die Haltungen des rechtsextremen Flügels, die seien legitim. Sie haben davor gesagt, der Flügel ist selbstverständlich ein integraler Bestandteil der Partei. Also man muss sagen, wenn es Ihnen taktisch half, dann haben Sie da durchaus paktiert. Muss man mit dem heutigen Tag eigentlich sagen, Sie basteln im Grunde genommen einfach nur an einer Legende für Ihre Person? Herr Meuthen, ganz kurz noch, wo sehen Sie die AfD in den kommenden Monaten? Das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen.
Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts. Dass der Verfassungsschutz manche Landesverbände beobachtet, kann man absolut nachvollziehen. Teile der AfD stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das sagt der Parteichef der AfD selbst, beziehungsweise der, der bis heute Parteichef war. Jörg Meuthen wirft hin und er tritt auch gleich aus der AfD aus. Es ist der endgültige Beweis, dass er den Machtkampf verloren hat gegen die Radikaleren in der Partei. Es ist der Tag, an dem der rechtsextreme Flügel feiern wird. David Gebhardt berichtet. Eigentlich eine Routinesitzung des AfD-Vorstands, bei der es etwa um einen neuen Finanzdirektor und einen neuen Kleinbus gehen soll. Eigentlich. Doch Minuten vorher überrumpelt die Ankommenden eine Nachricht. Sie haben nur noch einen Parteichef, der andere hat gerade hingeschmissen. Ich habe immer versucht, dieser Partei Maß und Mitte zu geben und hatte den Eindruck, damit immer weniger durchzudringen. Zuletzt gar nicht mehr. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann muss man sagen, wenn man der Partei als solche keine Zukunft gibt, und das tue ich nicht, dann ist es Zeit zu gehen. Dass es Jörg Meuthen ein besonderes Vergnügen ist, dass er den kompletten Vorstand mit einer Tickermeldung düpiert, sagt vielleicht am meisten aus über das längst vergiftete Verhältnis innerhalb der AfD. In der Vorsitzende traditionell im Bösen gehen. Bernd Lucke 2015, Frauke Petri 2 Jahre später. Und immer geht ein bisschen bürgerliche Fassade, schrumpft die Zahl der eher Gemäßigten, die sich grämen, und wächst die Zahl der Radikalen, die triumphieren. Ich bedauere das persönlich sehr. Es ist eine persönliche Entscheidung, die wir zu respektieren haben. Ob die Entscheidung so gut war, das muss er wissen. Er hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren nicht, kein glückliches Händchen bewiesen, aber das war mal eine gute Entscheidung. Er war 6 Jahre im Amt. 4 Jahre waren gut, die ersten 4, und die letzten beiden hätte man sich knicken können. In den letzten beiden hatte Meuthen die radikalen Kräfte in der AfD bekämpft, die er die Jahre davor erst selbst mit groß gemacht hatte. Lange hatte Meuthen das Bad in der rechtsextremen Menge genossen. Björn Höcke, dessen Parteiausschluss er verhindert hatte, nannte ihn einen Freund. Und der Freund stand Pate beim Verschieben roter Linien. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Ich sehe darin also keine Positionen, die außerhalb dessen liegen, was wir akzeptieren können. Ich habe gedacht, wir integrieren die, soweit das möglich ist. Und diesen Versuch habe ich gemacht. Und ja, das war ein Irrtum. Ein Irrtum, der die Partei veränderte, die nun, so Meuthen, totalitäre Züge trage und zumindest in Teilen verfassungsfeindlich sei. Wollen Kalbitz, Höcke unter dem Schutz von Weidel und Chrupalla die AfD zu einer nationalsozialistischen Partei formen? Sie wollen jedenfalls eindeutig nationalistische Züge da reinbringen. Ob Kalbitz da noch eine Rolle spielt, werden wir sehen. Der rechtsextreme Strippenzieher Andreas Kalbitz, auf Betreiben Meuthens aus der AfD geworfen, frohlockt schon. Ein kleiner Schritt für Meuthen, ein großer Sprung für die AfD. Nun allein Parteichef Chrupalla schließt Kalbitz Rückkehr nicht aus und tritt gegen Meuthen nach. Dass diesem drohe, wegen einer Spendenaffäre die Immunität im Europaparlament zu verlieren, sei doch vielleicht eher der Grund. Rechtsruckvorwürfe Quatsch. Das finde ich wirklich charakterschwach von Jörg Meuthen. Das verurteilen wir in dieser Weise auch. Und es stimmt natürlich auch nicht, was er dort erzählt. Also er hat sich im Prinzip von dieser Partei mittlerweile die letzten Wochen und Monate immer mehr entfernt. Auch von den Mitgliedern. Das haben alle gespürt. Und ein Stück weit ist das heute auch ein Tag der Allein. Jörg Meuthen gilt als passionierter Schachspieler. In der AfD war er zuletzt Schach und Matt. Jörg Meuthen, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Ist das heute ein bitterer Tag für Sie oder für die AfD? Ach, so würde ich da gar nicht rangehen. Es ist für mich ein Tag eines Abschieds. Der tut auch weh. Da will ich keinen Hehl draus machen. Das waren 8,5 Jahre Arbeit. Es ist für mich aber zugleich auch ein neuer Anfang. Es ist beides. Der rechtsextreme Flügel ist aufgelöst, hieß es immer aus der AfD. Das war dann ja wohl immer ein formales Feigenblatt. Tatsächlich, sehen wir heute, hat der Flügel gewonnen. Björn Höcke wünscht Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg mehr Zufriedenheit. Das wäre sehr freundlich von Herrn Höcke. Ja, aber das heißt doch, dass die ganze Zeit dieser Flügel, den auch Sie immer als aufgelöst bezeichnet hatten, in Wirklichkeit die Fäden zieht in der AfD. Schauen Sie, der Flügel, der begann institutionelle Strukturen zu entwickeln.
Dagegen haben wir uns gewendet und den haben wir aufgelöst. Und das geschah auch. Das heißt natürlich nicht, dass die Menschen, die sich dieser Gruppierung zugehörig fühlten, auf einmal weg sind. Die waren weiterhin da und Parteimitglieder und die arbeiten weiter. Und ich habe immer gesagt, wir haben in dieser Partei im Kern zwei Strömungen. Eine bürgerlich-konservativ-freiheitliche und eine eher nationalkonservativ in Teilen völkische. Das war immer der Grundkonflikt in dieser Partei und er ist bis zum heutigen Tage. Aber mit dem heutigen Tage zieht sich die eine Strömung in Ihrer Person nämlich zurück. Und Sie sagen heute, totalitäre Anklänge habe Ihre Ex-Partei seit heute. Etwas Sektenhaftes machen Sie da aus. Das sehen ja andere Beobachter schon viel länger so als Sie. Was konkret hat Sie denn jetzt zu diesem Schritt bewogen? Oder vielleicht anders gefragt, wer hat Sie dazu bewogen? Also es waren keine konkreten Personen. Es ist eine Kette von Ereignissen, die dann langsam dahin geführt hat, dass ich zu der Erkenntnis gelangt bin, dass der Weg von Maß und Mitte, der Weg von Disziplinierung und Professionalisierung, den ich immer angemahnt habe, und ich habe das sehr, sehr entschieden getan. Ich erinnere an den Parteitag in Kalka, der ja fast tumultartig dann verlief aufgrund meiner Brandrede, dass dieser Weg tatsächlich nicht von Erfolg gekrönt sein wird und dass ich mich mit den Vorstellungen, welchen Weg die Partei nehmen müsse, nicht durchsetzen konnte. Aber Herr Meuthen, ich muss da nochmal nachfragen, weil woran konkret machen Sie das denn jetzt alles fest? Sie sagen, ich kenne den Laden von innen, das ist ein Zitat von Ihnen von heute. Was können Sie denn den Deutschen jetzt heute Abend über diese Partei sagen, was Sie als Parteichef nicht konnten oder nicht sagen wollten? Also ich verstehe Ihr Interesse, dass ich da jetzt ganz viele Geschichten erzähle. Ich möchte nur nicht unfair sein und nachtreten. Wissen Sie, da sind auch Herr Meuthen, Sie sollen nicht ganz viele Geschichten erzählen, sondern wir versuchen einfach herauszufinden, was Sie zu diesem doch sehr, sehr krassen Schritt bewogen hat heute. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe im Bundesvorstand im August letzten Jahres massiv dafür geworben, ein Parteiausschlussverfahren gegen ein Mitglied durchzuführen, das sich als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hat. Weil ich sage, da werden Grenzen überschritten, die sind völlig undenkbar, auch wenn das vielleicht in einer internen Kommunikation gelaufen ist. Dahinter steckt ja eine Geisteshaltung. Und ich habe dort, und das ist seitdem mehrfach passiert, festgestellt, dass die Mehrheit, die ich im Bundesvorstand hatte, mir nicht gefolgt ist. Ich habe mich zu Teilen gefühlt wie ein Feldherr, dessen Soldaten sich in die Büsche schlagen, weil auch andere Überlegungen für die eine Rolle spielen. Und wenn man sich dann mehrfach nicht durchsetzen kann, und das ist mir so geschehen, und es ließen sich weitere Beispiele nennen, dann fragt man sich, ob man mit dem Kurs, für den man mit Herzblut steht, ob man mit diesem Kurs noch erfolgreich sein kann. Und ich habe gemerkt, ich bin es nicht. Und ich habe gesehen, dass ich den Weg ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mitgehen kann. Ich bin sehr beharrlich im Verfolgen meiner Ziele und ich werfe die Flinte nicht gleich ins Korn, sondern ich versuche, solange es irgend möglich ist. Und ich sage, es ist ein Punkt gekommen, an dem es nicht möglich ist und daraus ziehe ich die Konsequenz und trete von meinen Ämtern zurück und aus der Partei aus, weil sie einen Weg nimmt, den ich nicht mitzugehen bereit bin. Das heißt, in der AfD nach Ihnen, würden Sie das so sagen, kann man sich jetzt als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnen? Darüber müssen die befinden, die da sind. Ich bin nicht mehr da. Ich habe dazu eine klare Position gehabt, wie zu anderen Dingen auch. Es hat keine Mehrheit dafür im Bundesvorstand gegeben. Dann ging es an ein Landesschiedsgericht. In diesem Landesschiedsgericht hieß es dann, ja, eine Ämtersperre braucht man vielleicht auch nicht, eine Abmahnung tut das. Und das ist genau die Verweichlichung von Positionen, die ich nicht mitzugehen bereit bin. Aber was sagt denn das über Ihre Partei, bis heute Ihre Partei? Ja, das heißt, dass eine Abgrenzung, die mir zwingend notwendig erscheint, nicht in der notwendigen Härte und Schärfe vorgenommen wird. Der Verfassungsschutz will ja die AfD beobachten wegen rechtsextremistischer Bestrebungen. Sie sind ja jetzt quasi der beste Kronzeuge dafür, oder? Als solcher fühle ich mich nicht. Ich bin auch kein Innenpolitiker, ich bin kein Jurist. Ich nehme politische Wertungen vor und meine politische Wertung ist, dass die Partei einen Kurs nimmt, mit dem ich nicht einverstanden bin und den ich auch nicht mitzugehen bereit bin. Ich will eine konservative Politik, keine reaktionäre. Ich will eine freiheitliche, keine beliebige. Ich will eine patriotische, aber keine nationalistische Politik. Das sind die Positionen, die ich habe und es geht eindeutig in die andere Richtung und daraus ziehe ich die für mich logische Konsequenz, dass es meine Partei nicht mehr sein kann. Das muss jeder Einzelne für sich selbst entscheiden. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, das sind Ihre Positionen.
Positionen. Aber wenn man mal ein bisschen zurückguckt, und so weit muss man da gar nicht zurückgucken, Herr Meuthen, das ist schon ein erstaunlicher Sinneswandel, den Sie da letztlich durchgemacht haben. Sie haben noch 2020 in Interviews gesagt, die Haltungen des rechtsextremen Flügels, die seien legitim. Sie haben davor gesagt, der Flügel ist selbstverständlich ein integraler Bestandteil der Partei. Also man muss sagen, wenn es Ihnen taktisch half, dann haben Sie da durchaus paktiert. Muss man mit dem heutigen Tag eigentlich sagen, Sie basteln im Grunde genommen einfach nur an einer Legende für Ihre Person? Nein, das ist eine Erzählung, die sehr gerne bemüht wird, die so aber nicht stimmt. Sondern ich habe mich immer da, wo ich es erkannt habe, gegen Entwicklungen gewandt, die ich für indiskutabel hielt. Das habe ich schon im Jahr 2016 gemacht, als ich gesagt habe, ich setze mich nicht mit einem Antisemiten in eine Fraktion. Und ich habe alles dafür getan, dass dieser Mensch dann nicht in der Partei bleibt. Das ist im deutschen Parteienrecht nicht einfach. Das hat 4 Jahre gebraucht. Ja, ich habe Ihnen aber gerade auch Zitaten von 2020 vorgelesen, wo Sie sagten, die Haltungen des Flügels sind legitim. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass man in einer freiheitlichen Demokratie ein breites Meinungsspektrum tolerieren muss. Deswegen muss ich mir diese Meinung nicht zu eigen machen. Das habe ich nie gemacht. Auch als ich noch davor mal auf Treffen von denen war, habe ich immer gesagt, das sind Positionen, die nicht meine eigenen sind. Ich habe in einem Punkt geirrt und das gestehe ich frank und frei ein. Ich habe das für weit weniger dominant gehalten. Ich habe gedacht, wir machen einen integrativen Kurs und wir versuchen es zusammenzuführen zu einer gesamten konservativen Partei. Man kann nicht hingehen und kann sagen, ich akzeptiere nur meine Position. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Position, die etwa ein Björn Höcke vertritt, ganz und gar nicht meine Positionen sind. Okay. Aber wenn man zu einer größeren Partei werden will, dann versucht man zu integrieren. Dieser Integrationskurs ist gescheitert, weil die versucht haben, und das nicht ganz erfolglos, nicht der Flügel zu sein, sondern wie mal jemand ganz klug gesagt hat, der ganze Vogel. Und das geht nicht. Herr Meuthen, ganz kurz noch, wo sehen Sie die AfD in den kommenden Monaten? Ich habe mir 2 Fragen gestellt vor dieser Entscheidung. Die eine ist, wie wird der Weg dieser Partei sein in Zukunft? Und der andere, kann ich das mitgehen? Und Sie fragen jetzt nach der ersten Frage. Ich glaube, dass die AfD eine Entwicklung nimmt, die keinen weiteren politischen Erfolg in diesem Land verheißt, weil sie sich einfach in eine Richtung bewegt, die diesen Erfolg nicht hergibt. Und ich muss Ihnen sagen, aufgrund meiner eigenen Position, das halte ich dann auch für richtig. Jörg Meuthen, bis heute AfD-Chef. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Was hatten beide Interviews gemeinsam und was war sehr auffällig? In beiden Interviews wurde es inhaltlich niemals konkret. Es wurde nie gefragt, aus welchen inhaltlichen Gründen Jörg Meuthen die AfD verlässt. Ganz einfach aus dem Grund, weil sowohl die Öffentlich-Rechtlichen, die Welt und auch Jörg Meuthen weiß, es gibt keine inhaltlichen Gründe. Es wird hier bewusst verschwiegen, sowohl von Jörg Meuthen als auch von den Öffentlich-Rechtlichen, dass mit großem Konsens das Partei- und das Wahlprogramm für die Wahl 2021 verabschiedet wurden. Was natürlich genau dem Narrativ von Jörg Meuthen widerspricht, dass es 2 Parteien in der AfD gibt. Es ist hier eine vollkommene Parallelrealität, die den Leuten suggeriert wird. Der Trick ist, dass man Vokabeln benutzt, die klar positiv oder negativ konnotiert sind. Beispielsweise nennt Jörg Meuthen sich selbst konservativ, die anderen, seine Gegner, die sind dann reaktionär. Aber was bedeutet das inhaltlich? Es ist inhaltlich vollkommen unkonkret, was jetzt konservativ ist, was reaktionär ist. Das überlassen sowohl Jörg Meuthen als auch die Öffentlich-Rechtlichen dem Zuschauer, sich das vorzustellen. Aber sie können sich zurückziehen und dann sagen, wir haben nicht die Unwahrheit gesagt, wir haben nur korrekte Sachen gesagt. Weil diese wertenden Vokabeln, sie sind natürlich wachsweich. Konservativ, rechts, reaktionär, diszipliniert, gemäßigt, Mitte, das kann alles noch nichts sein. Das ist aber dem normalen Bürger nicht bewusst. Gehen wir jetzt einmal das Weltinterview Stück für Stück durch. Bei uns im Studio begrüßen wir Jörg Meuthen. Hallo, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Guten Tag. Zunächst fällt die Einleitung auf. Schön, dass Sie hier sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals vorher bei Welt ein AfDler interviewt wurde. Dass man es dann bei YouTube einfach so sehen konnte. Die AfD muss vielleicht darauf hinweisen, dass die Leute sich die Frage stellen, warum kann ich das kostenlos sehen? Wir sehen hier ein teures TV-Studio, wahrscheinlich aufgenommen mit Kameras, die mehrere 10.000 Euro kosten. Also professionelles Equipment. Warum kann man Welt kostenlos lesen? Die Internetseite. Weil Welt ein Interesse daran hat, dass wir das sehen. Das heißt, wenn wir das sehen, dann hat Welt schon sein Ziel erreicht. Damit wird das Geld verdient. Und dann müssen die Leute eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Was hat das für eine Auswirkung, wenn ich eine bestimmte Meinung habe? Das hat die Auswirkung, dass ich bestimmte Parteien wähle, die ein bestimmtes Parteiprogramm durchsetzen. Und das wissen natürlich die Leute im Voraus,
Sie haben Insiderwissen und können dann natürlich ihre Aktien entsprechend investieren. Das ist natürlich schwer zu belegen, aber es geht allein, diesen Gedankengang den Leuten einmal nahezubringen. Weil das ist ein Gedankengang, den die Leute nicht haben. So weit denken die Leute nicht. Herr Meuthen, Sie sagen ja, Teile der AfD stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie sehen auch ganz klar totalitäre Anklänge. Jetzt waren Sie ja in den vergangenen Jahren an der Spitze der Partei. Wie konnte das denn passieren, dass die Partei unter Ihrer Führung so weit nach rechts gerutscht ist? Was heißt das, weit nach rechts zu rutschen? Das heißt wieder alles und gar nichts. Das ist eine Suggestion. Es ist ganz weit außen. Es ist extrem. Es ist unnormal. Es ist unrichtig. Es ist angsteinflößend. Es ist instabil. Also das Gegenteil von Mitte, richtig, normal, ausgewogen, gemäßigt. Und wichtig ist auch der Tonfall. Sie sagt es so beiläufig. Sie wirkt so völlig überzeugt. Das ist ganz klar, die AfD ist ganz weit rechts. Das ist vollkommen klar, dass sie so ganz weit rechts ist. Ich denke gar nicht dran. Diese Beiläufigkeit ist ganz entscheidend. Und mit das Allerwichtigste, dass es so klammheimlich verpackt ist, sodass die Leute denken, das ist für sie ein völliger Allgemeinplatz. Sie glaubt da ganz fest daran. Da denkt sie gar nicht mehr daran, dass es anders sein könnte. Ich habe, und ich glaube, das hat jeder gesehen, der die Geschehnisse in der AfD verfolgt hat, ich habe versucht, der Partei Maß und Mitte zu geben. Ich habe es oft angemahnt. Ich habe Disziplinierung angemahnt, Professionalisierung. Ich habe Maß und Mitte und Mäßigung im Ton angemahnt, mich auch selbst daran gehalten. Ich habe es offensichtlich nicht vermocht, und das ist ein Eingeständnis, ich habe es nicht vermocht zu verhindern, dass ich mit diesen Appellen nicht durchkam. Also ich habe exemplarisch auf dem Parteitag in Kalkar eine Brandrede gehalten, die damals sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, bin dafür massiv angegriffen worden, von den einen unterstützt worden, von den anderen. Und diejenigen, die mich angriffen, die haben munter so weitergemacht. Also auch die Schritte, die wir ergriffen haben, durchaus erfolgreich. Herr Kalbitz wurde aus der Partei ausgeschlossen, haben ja nicht dazu geführt, dass nicht andere in der Partei dann munter weiter mit ihm aufgetreten sind. Was man dann letztlich auch nicht verhindern kann. Also das sind einfach auch rechtliche Grenzen, die man hat. Und Sie wissen, dass im deutschen Parteienrecht es nicht ganz einfach ist, Menschen aus der Partei auszuschließen. Das heißt, wenn Menschen über die Stränge schlagen, kann man nicht einfach sagen, raus jetzt. Das mag jetzt in anderen Ländern gehen. Das geht bei uns nicht. Dann hier sehen wir Formulierungen von Jörg Meuthen. Maß, Mitte, Disziplin, Mäßigung. Das ist auch alles unkonkret. Das ist alles und nichts. Das sind Aussagen, die allein Suggestionen wecken. Und das weiß natürlich Jörg Meuthen, weil Jörg Meuthen ist aus meiner Sicht auch ein professioneller Propagandist. Möglicherweise wurde er geschult schon von bestimmten Leuten. Das ist natürlich reine Spekulation. Meuthen, Sie haben den Namen Kalbitz gerade schon genannt. Höcke ergänzt sich an dieser Stelle. Sie kennen diese Galionsfiguren aus dem Flügel. Sie kennen die persönlich gut. Würden Sie sagen, das sind Nazis? Würden Sie die genauso bezeichnen? Nein, das würde ich nicht tun. So weit würde ich nicht gehen. Dann hier scheint er nett zur AfD zu sein. Er widerspricht dem Ansinnen, er hält sie nicht für Nazis. Aber natürlich ist das Selbstschutz, weil wenn er jetzt sagen würde, wenn er das bestätigen würde, der würde sich selbst ja massiv angreifen für sein Handeln in der Vergangenheit. Das heißt, er hat hier gar keine andere Wahl, als das so zu sagen. Die haben ein Weltbild, das ist nicht meines. Ich komme aus dem freiheitlichen Denken, ich bin konservativer, aber kein Reaktionär. Das heißt, ich bin nur ein Patriot, aber ich bin kein Nationalist. Das würde ich bei diesen Menschen anders sehen. Und das war die ganze Zeit ein schwelender Konflikt in der Partei. Und ich denke, er ist es noch heute, nur ich bin jetzt nicht mehr dabei. Dann hier wieder die gleichen inhaltsleeren Formulierungen. Freiheitliches Denken. Er ist konservativer, aber kein Reaktionär und so weiter. Er ist Patriot, aber kein Nationalist. Was ist jetzt ein Patriot, was ist jetzt ein Nationalist? Sozusagen sagt er nichts anderes. Ich bin gut, das sind die Bösen, das sind die Blöden. Und deswegen gibt es einen Konflikt, weil die blöd sind und ich gut bin. Welche Richtung schlägt die Partei ein? Ich habe immer gesagt, das sind zwei Parteien in einer. Auch dafür bin ich sehr gescholten worden. Es zeigt sich aber, dass es leider stimmt. Und hier suggeriert er, es gebe eine Richtungsentscheidung. Die Partei ging entweder in die eine oder in die andere Richtung. Aber tatsächlich ist die Richtung nur die, entspricht man langfristig den Narrativen der großen Medien oder nicht. Das heißt, ist man Opportunist oder nicht. Tatsächlich hat die AfD ja sich gemeinsam hinter ein Wahlprogramm gestellt, mit großer Geschlossenheit. Das heißt, das sind Konservative, wie würden Sie die beschreiben? Ich bin ein Konservativer. Und was sind die dann? Das sind reaktionäre Positionen. Die wollen zurück zu Zeiten, die es nicht mehr geben kann. Wir können weder zurück in die 90er Jahre, noch gar können wir zurück in Bismarcksche Zeiten oder Ähnliches. Da ist eine Nostalgie, ein Deutschlandbild aus Zeiten des vergangenen Jahrhunderts und auch des Jahrhunderts davor. Es wiederholt sich dann. Er sagt, ich bin Konservativer,
Das sind reaktionäre Positionen. Aber es geht nie aufs Inhaltliche hinaus. Es bleibt immer unkonkret. Beim ZDF-Interview geht es dann noch um Personalien. Aber dort wird der Fall Matthias Helfferich unvollständig wiedergegeben. Matthias Helfferich selbst sagt, er habe das im Chat ironisch gesagt, weil ihm das andere Leute unterstellt hätten. Das wäre pure Ironie, ein reiner Witz gewesen. So sagt er das. Das ist natürlich extrem unfair, wenn Helfferich nicht zu Wort kommt, er im ZDF das nicht darlegen kann, wie er das gesehen hat, aber alle über ihn urteilen und er so hingestellt wird und er die Gegenposition, auch die Gegenposition nicht genannt wird und das so hingestellt wird. Der Konservative an sich fragt sich immer auch nach einer modernen Gestaltung der Zukunft. Das ist die eigentliche politische Aufgabe. Das sehe ich da überhaupt nicht. Und das ist das Problem. Das ist hier auch einfach eine Unterstellung, wobei er aber natürlich genau weiß, dass ein umfassendes Wahlprogramm mit großer Disziplin verabschiedet wurde und die AfD-Leute in den Talkshows sie immer perfekt antworten konnten, die Öffentlich-Rechtlichen sie nicht ad absurdum führen konnten, was sie mit aller Mühe versucht haben. Und indem die AfD gut organisiert war, genau die Position abgeklärt hat, ein Rentenkonzept hatte, alles geklärt war, alle zugestimmt haben, konnten sie nicht vorgeführt werden. Das weiß sowohl Jörg Meuthen als auch die Öffentlich-Rechtlichen, als auch die Welt, weshalb sie nicht näher darauf eingehen. Wenn jemand sagt, die AfD ist bürgerlich in irgendwelchen Bereichen, würden Sie dem sagen, Sie haben vollkommen recht, oder würden Sie sagen, das ist jetzt vorbei? Ich fände es fies, nachzutreten gegenüber denjenigen in der Partei, die ich bis zum heutigen Tage schätze. Hier behauptet Jörg Meuthen, er würde nicht nachtreten, aber natürlich ist es genau das, was er hier heimlich tut. Er macht hier nichts anderes, als heimlich die ganze Zeit seine Partei verächtlich zu machen. Indem er einen Teil der Partei verächtlich macht, aber dann sind automatisch alle verächtlich gemacht, weil sie sitzen ja im selben Boot. Das ist der Trick. Wenn ich jetzt einen Teil der AfD verächtlich mache und sage, das sind unmögliche Leute, dann entsteht die Kontaktschuld. Dann kann man kann sich ja nicht mit unmöglichen Leuten abgeben. Nicht in einer Partei sein, wenn es ein relevanter Teil ist. Dann müssen diese Leute entweder ausgeschlossen werden oder man selbst muss aus der Partei austreten. Das ist die ganz klare Logik. Er macht die Leute verächtlich, führt dann die AfD zur Spaltung. Dann ist es so, dass entweder man zwei Parteien hat mit unter 5% oder auch wenn dann die Jörg-Meuthen-Partei überlebt, dann ist es keine echte Opposition mehr, die den Narrativen der großen Medien entgegentritt. Und es ist ja auch hier, sieht man es ja auch. Jörg Meuthen wird von den großen Medien eingeladen, es wird sonst kein Vertreter der AfD eingeladen. Es gibt keine Gegenrede. Und Jörg Meuthen weiß natürlich ganz genau, er tingelt jetzt hier von einem Interview zum nächsten, wo die AfD seit Jahren kein Interview kriegt. Aber Sie sind ja raus, sind nicht mehr dabei. Sie wollen es nicht mehr mitgestalten oder können es nicht mehr mitgestalten. Ich will aber bitte gestatten Sie mir, so fair zu sein gegenüber Menschen, mit denen ich jahrelang zusammen gearbeitet habe, die nun nicht alle in toto in die Tonne zu kloppen. Das fände ich hoch unanständig. Sondern wir haben dort in dieser Partei Bürgerliche, die versuchen, damit durchzukommen. Ich war sicherlich die Führungsfigur dieser bürgerlichen Strömung. Wir haben aber auch andere, die sind sehr stark völkisch-nationalistisch unterwegs und verlassen damit zu Teilen jedenfalls den Rahmen des Bürgerlichen. Beides ist da in der Partei, aber die Gewichte haben sich verschoben und Sie wissen, in welche Richtung ich das verschieben wollte. Das hat oder schieben wollte, das ist eigentlich auch die Ursprungsidee der AfD gewesen und das ist misslungen. Und der Vorwurf völkisch-nationalistisch, der ist wirklich extrem schlimm. Wenn man sieht, was es in Jugoslawien verursacht hat, was es für ein Blutvergießen gegeben hat. Aus meiner Sicht ist Nationalismus ein Vorwurf, den man auf keinen Fall stehen lassen darf. Sie haben ja auch gesagt, das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und meistens auch sehr schnell. Wie weit rechts schlägt denn Ihr Herz? Na, ich betrachte mich selbst als einen Menschen, der mittig ausgerichtet ist. Ich würde sagen, mein Herz schlägt mittig und vor allen Dingen schlägt es auf einer vernünftigen... Mittig. Ja, mittig. Das würden mittig. Wahrscheinlich andere Parteien, zum Beispiel die Union oder auch die SPD, ein bisschen anders sehen. Das ist ja auch deren gutes Recht und das gehört zum demokratischen Diskurs, dass es da unterschiedliche Meinungen zu geben kann. Ich bin ich würde mich als mittig rechtskonservativ bezeichnen, aber sicherlich nicht rechtsaußen. Ich habe mit dem Begriff rechts kein Problem, wie ich mit dem Begriff links kein Problem habe. Das gehört zum Meinungsspektrum einer parlamentarischen Demokratie. Und ich stehe auf dem Boden dieser parlamentarischen Demokratie. Da vertrete ich dezidiert konservative Positionen. Ja, das würde ich dann also, ich würde es, wenn ich es anordnen würde, ich zeige es jetzt an, Mitte rechts ist was anderes als rechts außen. Ich bin mittig ist eine Aussage, die stark framed ist. Wenn ich mittig bin, dann sind es die anderen nicht. Das heißt, ich bin gut, ich bin normal, ich bin richtig. Die anderen sind falsch. Es ist aus meiner Sicht ist das faschistisch. Das kam auf seit Merkel, die in die Mitte gedrängt ist. Sie ist die Mitte. Die anderen sind außen. Und aus meiner Sicht, seit dieses Framing mit der Mitte, seit das in Deutschland aufgekommen ist, geht es auch steil bergab.
Vor allen Dingen habe ich noch einen relativ normalen Puls. Und das Problem bei manchen Teilen der Partei ist, dass sie in einem permanenten Aufgeregtheitsmodus sind, also hochfrequent unterwegs sind. Was hat ihnen lange Zeit nichts ausgemacht. Sie sind seit 2013 in der Partei und dieser hohe Rechtsherzrhythmus, der hat ihnen lange nichts ausgemacht. Wer sagt Ihnen denn, dass mir das nichts ausgemacht hat? Indem Jörg Meuthen behauptet, die anderen wären aufgeregt und er wäre ruhig, stellt er die anderen als schwach hin und sich selbst als stark. Es ist so, dass Ruhe immer eine Alpha-Attitüde ist. Ein Beispiel ist der Löwe. Er sitzt ruhig und entspannt da, ihn kann nichts anhaben. Er ist der König des Dschungels, er überblickt ruhig das weite Feld. Wir kennen es auch aus Hollywood-Filmen. Die Leute, die aufgeregt und nervös sind, es sind immer die Beta-Leute. Ein James Bond beispielsweise, der ist auch immer ganz ruhig. Er ist immer ganz cool, ihn kann nichts aus der Fassung bringen. Und diese Assoziation weckt Meuthen natürlich bei den Leuten. Dass sie sich vorstellen, Meuthen, er ist der Ruhige, der Ausgeglichene, er ist der Alpha. Und Höcke und die aufgeregten Kasperle, es sind die Bettas. Und schauen Sie sich meine politische Arbeit an und dann sehen Sie, wie ich versucht habe, die Gewichte zu schieben in die Richtung einer rechtskonservativen, mittigen Ausrichtung. Natürlich hat mir das was ausgemacht und ich habe es auch klar benannt. Also schauen Sie sich meine Parteitagsreden in Heidenheim an oder in Kalka an. Übrigens auch in Braunschweig, wo ich das letzte Mal wiedergewählt wurde. Da habe ich gesagt, ich will, dass diese Partei in die Regierungsfähigkeit reinkommt. Das verlangt Professionalisierung, das verlangt auch selbstverständlich eine Ausrichtung, die nicht irgendwo am äußeren Rand ist. Das habe ich versucht und ich habe es nicht vermocht. Und das gestehe ich ein. Es hätte ja ganz einfach gefragt werden können, wo sind denn genau die inhaltlichen Unterschiede zwischen Ihnen und dem Flügel Anführungszeichen, was zum Bruch geführt hat. Ein grundsätzlicher Trick von den Öffentlich-Rechtlichen und von Welt ist es, Leute in den Mittelpunkt zu stellen von der AfD, die öffentlich verbrannt sind, deren Ruf ruiniert wurde. Also beispielsweise Björn Höcke oder Andreas Kalbitz. Sie werden in den Mittelpunkt gestellt und alles auf sie konzentriert, sodass die Leute das Gefühl haben, es gibt jetzt Jörg Meuthen auf der einen Seite und dann gibt es Björn Höcke, der hat das Sagen eigentlich auf der anderen Seite und es gibt eigentlich sonst gar nichts. Dabei ist Björn Höcke ein Landesvorsitzender von vielen und er hat eigentlich gar nicht viel zu sagen. Es ist natürlich so, er kann gut reden und viele Leute mögen ihn und hören ihm zu. Er wird gehört, aber er hat keine Macht in dem Sinne. Also nicht mehr als jeder andere Landesvorsitzende auch. Man muss auch daran denken, dass Thüringen ein relativ bevölkerungsschwaches Land ist, was seine Macht noch mehr schmälert, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Nordrhein-Westfalen. Nicht so, wie die Öffentlich-Rechtlichen es hier suggerieren, durch das einseitige Hervorheben und Verschweigen der ganz vielen normalen Leute in der AfD, deren Ruf nicht verbrannt ist. Ich habe in Kalka berichtet als Reporter, ich war dabei und nach Ihrer Rede gab es richtig viel Applaus. Es gab Applaus von einzelnen Bereichen, aber auch massive Pfiffe. Und jetzt heißt es von der AfD Sachsen, ihr Rücktritt, kein Verlust für die Partei. Was macht das denn mit Ihrem Herzen, mit Ihrem Puls? Das lässt mich ruhig, weil ich weiß, dass bestimmte Teile der Partei das feiern werden. Aber es da waren werden bei einigen Teile. Knallen das jetzt waren die Sekt. Große Teile. Das waren große Bereiche, ganze Teile der Halle in Kalka und in Braunschweig. Ich habe jetzt mein Handy hier nicht einstecken. Ich könnte es Ihnen zeigen, dass ich natürlich sagen jetzt eigentlich gut, dass er weg ist. Sie lassen heute die Sektkorken knallen. Dann sollen sie das tun. Es wird sich weisen, wie weit diese Freude reicht. Und andere bedauern das sehr. Ich habe heute ganz, ganz viele Worte der Anerkennung, des Dankes, des Respekts auch für diese Entscheidung bekommen. Das gehört dazu. So wie auch, dass einige das feiern. Und natürlich sind auch bei den führenden Exponenten einige dabei, die heilfroh sind, dass ich jetzt weg bin. Ob das Frau Weidel ist, ob das Herr Krupalla ist, ob das Herr Brandner ist oder Herr Gauland oder Herr Höcke, die freuen sich, dass sie mich jetzt los sind. Dann sollen sie sich für den Tag freuen und man wird sehen, wie weit die Freude reicht. Ich weiß, dass ich diesen Schritt jetzt gehen musste und ich habe meinen Frieden damit. Jetzt ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns mal über den Zeitpunkt sprechen, denn im EU-Parlament soll ja die Immunität von Ihnen aufgehoben werden. Illegale Parteispenden stehen im Raum. Ist dieser Zeitpunkt ganz bewusst gewählt? Hat damit absolut nichts zu tun. Ich sage Ihnen dazu etwas, was Sie wahrscheinlich verblüffen wird. Ich halte diese ganze Immunitätsgeschichte für falsch. Und ich bin nicht der Erste, der das tut. Ich brauche keine parlamentarische Immunität. Und ich habe fast darum gefleht, dass sie schnell aufgehoben wird, damit das aufgearbeitet werden kann. Denn die Vorwürfe, die da im Raum stehen, sind gegenstandslos. Und wegen mir hätte man diese Immunität gerne vor einem Jahr aufheben können. Überhaupt kein Problem. Ich bin übrigens ganz grundlegend nicht der Meinung, mit der Meinung stehe ich nicht ganz alleine,
dass die parlamentarische Immunität von Abgeordneten etwas ist, was man mal hinterfragen sollte. Warum überhaupt? Bürger sind auch nicht immun. Ich bin auch ein Bürger dieses Landes und ich brauche diese Immunität nicht. Wenn es mir nachginge, wäre sie lange aufgehoben. Das war übrigens in dieser Woche nur ein Schritt, von dem ich sowieso wusste, dass er kommt, weil ich hatte die Anhörung im Rechtsausschuss Anfang Dezember und da habe ich gesagt, bitte hebt das auf und bitte macht es schnell, damit das aufgeklärt werden kann. Das ist ja in meinem eigenen Interesse. Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen, Herr Meuthen? Wo sehen Sie Ihre neue politische Heimat? Wollen Sie was Neues gründen, irgendwo beitreten? Sagen Sie, Europaparlament, da geht es weiter, Bundestag, was auch immer. Was sind Ihre Pläne? Also das Einzige, was ich Ihnen gesichert sagen kann, ist, dass ich selbstverständlich meine Arbeit im Europaparlament weitermache. Die tue ich auch sehr gerne und das ist ich bin ganz bewusst dort und freue mich auf die weitere Arbeit dort. Das Mandat geht auch noch 2,5 Jahre. Ich werde sicherlich auch eine neue politische Heimat haben und ich führe Gespräche in vielerlei Richtung. Da ist was in der Pipeline, aber das werde ich Ihnen heute hier noch nicht ausbreiten. Also Sie dürfen nur davon ausgehen, dass ich nicht aufhören werde, politisch zu arbeiten. Dazu tue ich das zu gern. Dann sind wir mal gespannt. Jörg Meuthen, herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns. Sehr gern. Aus meiner Sicht, die AfD muss dem ganz dringend entgegentreten, wenn sie Leute aus dem Mainstream gewinnen will. Weil dieses Framing wirkt. Und da würde aus meiner Sicht dazu gehören, auf die Homepage, dem sofort massiv zu widersprechen. Wir sind nicht rechtsextrem. Das sollte ein riesiger Schriftzug sein. Wir sind nicht rechtsextrem. Also halt, dass man diesem Narrativ sofort widerspricht. Jetzt werden viele sagen, wenn man das aufgreift, dann macht man es doch groß. Weil dieses Framing, es ist so allumfassend, das kann man nicht ignorieren. Das kann man nicht beiseite wischen. Oder wenn man das versucht, so tut, ja, wir machen hier unser eigenes Ding, wir schreiben hier ein paar positive Dinge. Was werden die Leute denken? Die Leute denken dann, aha, sie tun jetzt nicht, aber sie sind es nicht. Jetzt probieren sie hier einen auf normal zu machen. So zu tun, als wären sie normal, aber sie sind nicht normal. Das heißt, diesem Framing kann man nicht entkommen. Und Passivität, das führt zum Verderben. Das heißt, in Reden, auf der Homepage, bei jeder Gelegenheit, muss man dem Framing entgegentreten. Und jetzt sagen die Leute, ja, Verteidigung, das ist doch Verteidigung, das ist defensiv, man muss doch angreifen. Verteidigung ist hier automatisch Angriff, weil es geht nur darum, ob man den Narrativen widerspricht. Wenn ich dem Narrativ der Öffentlich-Rechtlichen widerspreche, und das tue ich, wenn ich sage, ich bin nicht rechtsextrem, wenn ich sage, euer Vorwurf stimmt nicht, dann greife ich die Integrität der Öffentlich-Rechtlichen scharf an, weil ja der Vorwurf massiv ist. Einen stärkeren Angriff kann man eigentlich gar nicht machen. Und er ist auch noch höflich, weil man sagt ja was Positives, man selbst ist nicht negativ. Das ist was Positives und das ist der maximale Angriff. Das heißt, auf der Homepage, überall, bei jeder Gelegenheit, aus meiner Sicht muss die AfD klar machen, wir entsprechen diesem Framing nicht. Und der Trick ist ja dann kommen die Öffentlich-Rechtlichen und sagen, ja, sie haben ja da und da und da das und das und das gemacht. Und davor haben die AfDler dann meistens Angst, weil sie dann nicht kontern können. Aber der Konter ist ganz einfach. Man sagt, es ist unausgewogen. Es fällt dann einfach, mit der Vokabel unausgewogen kann man das sofort wegwischen. Und wenn sie dann die Beispiele sagen, dann ist es natürlich gut, wenn man sofort die Beispiele hat von der anderen Seite. Beispielsweise von Frank-Walter Steinmeier, dass er feine Sahne Fischfilet empfohlen hat. Die kommunistische Vergangenheit von Kretschmann, also von ganz vielen Grünen, die in kommunistischen Vereinigungen tätig waren. Das ganze Fehlverhalten von den Altparteien. Das sagt man konkret, was falsch gelaufen ist. Und hält es dem entgegen und sagt dann unausgewogen. Ihr stellt das unausgewogen bei uns heraus. Das ist Täuschung. Es muss dann am besten dazu kommen, dass die Leute es selbst nachprüfen. Das kann die AfDler immer sagen. Überzeugt euch selbst, guckt unsere Reden an. Und das ist ja genau das, was die Öffentlich-Rechtlichen nicht wollen. Sie wollen genau nicht, dass die Leute sich selbst informieren. Diese Interviews und dieser Beitrag, der soll suggerieren den Leuten, ihr wisst jetzt Bescheid. Die AfD ist ekelhaft, ihr müsst euch nicht weiter damit beschäftigen. Ihr seid jetzt vollumfassend informiert. Und dazu müssen sie auch zu einem gewissen Grad über die AfD berichten. Genau wie jetzt Meuthen, was ja nichts anderes war als eine große Hilfe, eine wirksame große Hilfe, zu rechtfertigen, dass die AfD nicht in Talkshows eingeladen wurde. Ein halbes Jahr lang. Weil wenn der Vorsitzende die eigene Partei verächtlich macht, das ist wirklich sehr überzeugend. Das ist das denkbar stärkste Framing, das man eigentlich überhaupt haben kann. Es war aus meiner Sicht schon lange ein Fehler, Jörg Meuthen nicht stärker anzugreifen. Weil es ist so, je stärker man sich von Meuthen distanziert, oder wenn man sich auch schon früher distanziert hätte, dann wirkt das Framing von Meuthen nicht mehr so stark. Das war auch das Problem mit der CDU. Dass, weil man sich nicht ganz so stark von der CDU distanziert hat, wirkt dann es umso stärker, wenn die CDU besonders gehässig gegenüber der AfD ist. Und das Gleiche ist bei Meuthen natürlich noch mehr der Fall.
Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.